Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV, Realm Reborn im Story-Modus. Wir sind wieder ein bisschen weiter für die Story von Heavensward. Und jetzt müssen wir wieder ein paar Sachen für Alfinoa erledigen, die Domana ja umsiedeln will nach Mordona. Schauen wir mal, was er zu sagen hat. Trautes Heim, Glück allein. Die meisten Domana schlummern friedlich in ihre Betten. Es freut mich, dass sie endlich wieder Ruhe gefunden haben. Doch den eigentlichen Umzug nach Geisterzoll haben wir noch vor uns. Die Abenteurergilde wird den domanischen Konvois erfahrene Kämpfer zur Seite stellen. In dieser Hinsicht brauchen wir uns also keine Sorgen zu machen. Doch bevor wir Yogiris Volk auf die große Reise schicken, solltet ihr euch gemeinsam nach Geisterzoll begeben und dort bei Slaveborn vorstellig werden. Okay. Wir wollen schließlich nicht mit der Tür ins Haus fallen. Höfliches Anklopfen hat noch nie geschadet. Richte Slaveborn bitte schöne Grüße von mir aus. Eieieiei. So, Geisterzoll, Mordona. So, Slavey. Juhu. So, so. Und diese Yogiri bist dann wohl du, hm? Lass mich dich im Namen der Abenteuergilde herzlich hier in Geisterzoll begrüßen. Ein Glück, dass euch auf dem weiten und gefährlichen Weg bis hierher nichts passiert ist. Dein Volk hat Schlimmes durchgemacht, wie ich gehört habe. Fühlt euch bei uns wie zu Hause. Wir freuen uns über jede fleißige Hand, mit die mit anpackt. Herkunft spielt da keine Rolle. Ich danke euch, Slaveborn, auch im Namen meines Volkes. Wir werden versuchen, euch möglichst wenig zur Last zu fallen. Ach was, eine Hand wäscht die andere. Und nach ein paar Dunkelbier im siebten Himmel sind auch die letzten Vorbehalte schnell vergessen. Schließlich sind wir jetzt Kollegen. Gemeinsam werden wir Geisterzoll zu einer prächtigen Siedlung ausbauen. Ihr seid so gütig. Werter Slaveborn, das werden wir euch nie vergessen. Auch dir gilt mein Dank, Historia. Wie ich hörte, hast du den Domanern beim Umzug kräftig unter die Arme gegriffen. Klar, easy, nur Probleme. Ich glaube, die Schokobar haben gerade ein paar Problemchen. Ist es der Paarungshüstanz oder wie? Böser Schoki. So. Das Hauptquartier des Bundes der Morgenröte befindet sich sicher ganz in der Nähe, oder? Wärst du vielleicht so nett, uns zu eurer Anführerin Minfilia zu geleiten? Ich würde ihr gerne meinen Dank aussprechen, sei es eure Hilfe oder die von Alfino. Ich weiß wirklich nicht, was wir ohne den Bund der Morgenröte gemacht hätten. Ja. Klar, können wir erledigen, kein Problemchen. Sollten wir mal wieder dazuschalten, ne? Ja. So. Ihr reset mich wieder. Jo, Tataru, ne? Brav am Arbeiten? Sehr schön. Der Stuhl ist wohl ein bisschen zu groß. Oder sie ein bisschen zu klein. Eins von beiden. So, Minfilia, juhu. Verstanden. Bitte melde dich wieder, wenn es dir doch gelingen sollte, sie zu erreichen. Noch immer kein Lebenszeichen von Baldesions Gelehrten. Das hat es bislang noch nie gegeben. Urgenshi versucht momentan, sich mit Chalayan direkt in Verbindung zu setzen. Hoffentlich bringen wenigstens diese Bemühungen Ergebnisse. Aber genug geklagt, Historia. Ich freue mich natürlich, dass du hier bist. Alfinova, voll des Lobes über dich. Vielen Dank, dass du dich so selbstlos um die Domana gekümmert hast. Der Bund wird die Flüchtlinge auch finanziell unterstützen.
Wir werden einfach einen Teil der Hilfsgelder abzwacken, die uns die staatlichen Gesellschaften zukommen lassen. Das ist das Mindeste, was wir für sie tun können. Gerne würde ich den Domanen auch Arbeit anbieten, aber dafür ist unsere Aufgabe zu speziell. Wir wollen unseren neuen Freunden ja nicht gleich die Primär auf den Hals setzen. Warum nicht? Ihre Anführerin möchte mich sprechen, sagst du? Mit größtem Vergnügen. Das freut mich zu hören, Yugiri. Ich bin mir sicher, dass wir in Geisterzoll gut miteinander auskommen werden. Wir sind nur ein Teil der Flüchtlingsflotte. Die anderen Schiffe werden nach und nach in Yosia eintreffen. Ich hoffe, dass auch sie in Geisterzoll ein neues Zuhause finden können. Das hoffe ich auch, Yugiri. Beste Versprechen kann ich euch nicht geben. Doch was in unserer Macht steht, werden wir tun. Wenn ihr uns dann bitte entschuldigen würdet, es gilt noch einige Formalitäten in der Abenteuergilde zu klären. Wir danken euch für eure Hilfe, Minfilia. Um den Rest wird Slaveborn sich kümmern. Bye. Ja, so, Minfiliachen. Ich werde mich mit Lamin beraten, was wir für die Doma tun können, die bald aus Uldar hier eintreffen werden. Sie sollen sich so willkommen fühlen wie nur möglich. Außerdem würde ich gerne wissen, was nun hinter den verschwundenen Kristallen steckt. Na, die kluge Ishtola wird bestimmt etwas herausfinden. Warten wir erst einmal ihre Rückkehr ab. Die genau jetzt ist, wie immer. Hast du etwas herausgefunden? Ja, es ist so, wie wir dachten. Die plündernden Schlangen stecken hinter dem Kristallraub. Also doch. Und hier? Irgendwelche neuen Entwicklungen? Nein, nichts Besonderes. Die Amal'jar beschwören mit ihren restlichen Kristallen schwache Formen von Ifrit. Aber das kennen wir ja schon. Auch Uriangée hat weiter nichts Ungewöhnliches beobachtet. Dann liegt es auf der Hand. Was meinst du damit? Wir dachten erst, dass all die verschwundenen Kristalle auf irgendwelchen Routen zu den Amal'jar gelangen. Aber das war ein Irrtum. Die Kristalle gingen alle übers Meer nach Vilbrand. Nach Lanosea? Aber wieso? Doch nicht die Sahagin. Ich weiß, in letzter Zeit schienen sie ungewöhnlich aktiv, aber... Ihr wollt doch nicht sagen, dass sie ihren Primae Leviathan beschwören wollen? Doch, Minfilia. Leider. Als wir den Vorfällen mit den Amagina-Kristallen nachgingen, deutete vieles auf eine Piratenbande als Urheber hin. Diese Spur haben wir nach Limsa verfolgt. Und als wir zusammen mit einem Spähtrupp des Mahlstroms auf Erkundung gingen, sahen wir mit eigenen Augen, wie ein Häuptling der Sahagin die Beschwörung Leviathans vorbereitete. Und was noch bedenklicher ist, er sprach davon, dass er die Macht der Unsterblichkeit erlangen würde. Oh Gott, mir wird schlecht. Hilfe! Diese Turbulenzen im Äther! Unglaublich! Sie bereiten also wirklich eine Beschwörung vor. Es ist vollbracht! Schon bald verschlingt der Herr der Wogen die Strandschleicher! Alter, wie sieht denn der was? Die See wird wieder unser sein. Und ich selbst
unsterblich, so wie er, außerhalb des Zyklus von Werden und Vergehen. Er? Unsterblich? Wir haben genug gesehen. Lasst uns verschwinden. Uiuiui. Unsterblichkeit? Wenn das wirklich wahr ist. Ist alles in Ordnung mit euch beiden? Du hast es auch gesehen, nicht wahr? Der Zyklus von Werden und Vergehen. Das waren genau die Worte von Ashian Elidibus. Er muss da seine Hände im Spiel haben. Aber kann er dem Häuptling tatsächlich Unsterblichkeit verleihen? Admiral Melvib hat uns um unsere Unterstützung gebeten, falls die Lage außer Kontrolle gerät. Wenn Leviathan beschworen wird, sollen wir ihn bekämpfen. Leviathan ist ein Prima-E. Und die Lösung des Prima-E-Problems unsere Aufgabe. Wir brechen sofort nach Limsa-Luminsa auf. Ich komme auch mit. Tataru, bitte halt du so lange hier die Stellung. Minfilia, ist das dein Ernst? Ja, es gibt da etwas, das ich unbedingt selbst überprüfen muss. Vielleicht finde ich endlich die Antwort auf die Frage nach dem wahren Wesen der Kraft des Transzendierens. Dann komme ich wohl auch mit. Wenn's brenzlig wird, werde ich dich beschützen. Oder ich dich. Vielen Dank, Tancred. Ist etwas Schlimmes geschehen? Ein Prima-E droht zu erscheinen. Eorzea wird wieder und wieder von diesen Gottheiten der wilden Stämme heimgesucht. Gottheiten. Und unser Bund der Morgenröte hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Gefahr durch die Prima-E zu beseitigen. Dann möchte ich mich euch anschließen. Ich bin nicht unbewandert in der Kunst des Kampfes. Das ist das Mindeste, womit ich eure Güte erwidern kann. Vielen Dank, Yugidi. Jede Verstärkung ist uns willkommen. Du wirst sehen, dass auch Eorzea von vielen Widrigkeiten gebeutelt ist. Ja, ja. Eilige Erkundungen. Um unseren Feinden aufzuhalten, müssen wir ihn genau kennen. Aber über Leviathan ist uns nicht viel bekannt. Wir haben nur die Berichte vom Heer der Helden, das ihn vor langer Zeit vor der 7. Katastrophe einmal besiegen konnten. Und wie Istola sagt, steht seine Beschwörung kurz bevor. Wir haben also nicht viel Zeit, am besten sprichst du mit Admiral Melvib. Es ist ihr Stadtstaat, für den der Prima-E die schlimmste Bedrohung darstellt. Sie verfügt bestimmt über eine Fülle von Informationen, die der Merlstrom im Laufe der Jahrzehnte gesammelt hat. Du weißt dennoch, wie du zur Admiralsbrücke kommst. Bitte Zandel in der Bollwerkhalle, dass er dich den Admiralslift benutzen lässt. Ja, ja, hat sich nie was geändert. So, untere Docks. Die Nase beißt. Hier ändert sich natürlich auch nie was. So. Da lang. Ui. Admiral. Aha. Wieder ein Gespräch mit Admiral. Melbe wartet schon. Fahr nur gleich hinauf. Dankeschön. Kurz geschaut, ob ihr da seid. Jo, Melweb. Ah, da bist du ja. Ich nehme an, man hat dir schon gesagt, dass die Sahagin ohne uns anfangen wollen.
Sie haben sich am Sapsa-Laichplatz zusammengerottet und bereiten schon alles für die Beschwörung ihres Leviathan vor. Wie konnten wir uns nur so grob verschätzen? Wir dachten, dass sie niemals genügend Kristalle dafür hätten. Aber die verfluchten, plündernden Schlangen haben alles zusammengerafft, was sie in ihren gierigen Fängern kriegen konnten. Und die Sahagin mit mehr als genug davon beliefert. Wir müssen Limsa schützen. Der Mahlstrom ist bereits mit einer großen Flotte ausgelaufen. Und euren Bond bitten wir ebenfalls dringend um Unterstützung. Es besteht noch Hoffnung, dass wir die Machenschaften der Sahagin im Keim ersticken können. Aber dazu brauchen wir unbedingt eure Mitarbeit. Ja, immer das Gleiche. Ich hoffe nur, ihr seid euch über die Gefährlichkeit dieses Kampfes im Klaren. Willst du dich wirklich selbst an die Front stellen? Ich weiß, als Anführerin des Bundes sollte ich mich keinem unnötigen Risiko aussetzen. Aber ich muss mir in einer wichtigen Angelegenheit Klarheit verschaffen. Mit eurer Erlaubnis möchte auch ich euch begleiten. Ich bin diejenige, die um Hilfe bittet. Es ist nicht an mir, euch etwas zu erlauben oder nicht. Wenn du bereit bist, dann stell dich dem Biest. Die einzige Bedingung ist, dass wir unser Manöver hinreichend koordinieren. Wir haben bereits einen weiteren Erkundungstrupp zum Sapsa-Leichtplatz geschickt. Bald wissen wir mehr über die Lage. Du solltest nach Kemp-Schädeltal reisen, wo wir ein Sondereinsatzkommando eingerichtet haben. Falls der Spätrupp schon zurück ist, lass dir von der Einsatzleiterin Sturmkapitänleutnant Falbrekta einen Bericht geben. Alter, die hat auch wieder so einen furchtbaren Namen, ey. Warum haben die immer so schreckliche Namen, ey? So, Erkundung, wo wollen die mich denn hinhaben? Okay, dahin, das heißt Bierhafen. Können wir uns noch kurzzeitig in ein schön gekühltes Bier reinzischen? Perfekt. Zumbli. Ja, mein Bier, naja, später halt. Da ist ja schon Falkbrida. Richterlicher Name. Ah, Historia. Vom Bond der Morgenröte. Immer zur Stelle, wenn es Ärger mit den Sagen gibt, was? Vielen Dank, dass du gekommen bist. Leviathans Beschwörung muss unbedingt verhindert werden. Wenn du an unserer Seite kämpfst, stehen unsere Chancen schon wesentlich besser. Ja, 100%. Speer in der Not. Ich würde liebend gern sofort zum Gegeneralangriff blasen. Aber wir haben es hier mit einem Remake zu tun. Doch bevor wir uns eine Strategie zurechtlegen können, müssen wir auf die Rückkehr des Spätrupps warten, den ich zum Sapsa-Leichtplatz geschickt habe. Wir sind schließlich nicht das Heer der Helden. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Truppe, aber gegen eine Entität wie Leviathan haben wir noch nie gekämpft. Ich will nicht unnötig Soldaten verlieren. Aber der Spätrupp kommt einfach nicht zurück. Dabei müssten sie doch schon längst hier sein. Da muss etwas schiefgegangen sein. Wir müssen ihnen sofort zur Hilfe kommen. Sie haben Informationen, die für uns von höchstem Wert sind. Das heißt, falls sie überhaupt noch zum Leichtplatz vordringen konnten. Jedenfalls kann ich meine Leute nicht einfach im Stich lassen. Würdest du dich noch einmal auf den Weg machen, um ihnen zu helfen? Immer ich. Ich gebe dir Mahlstromarznein, falls Wunden zu versorgen sind. Lass uns beten, dass du keinen Bedarf dafür haben wirst. Der Spätrupp bestand nur aus 5 Leuten. Bitte finde sie und bring sie heil zurück. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Falls du meine Leute nur noch tot auffinden solltest, was wir nicht hoffen sollen, dann bring ihre Leiche ins Camp zurück, damit wir sie ehrenhaft bestatten können. Und Alter. So, ja, gut. Also, dann finden wir mal die 5 Leute. Hoffentlich. Wahrscheinlich. Und hoffentlich leben. Ui, das sieht aber nicht so angenehm aus. Irgendwo hier. Oh, da. Bitte. Ist da irgendjemand?
Die Sahagin haben mich erwischt. Ja, da. Schluck. Weg die Pullemann. Ah. Einmal vergisst man sein Malstrom-Medizinpaket und dann passiert sowas. Vergisst man. Vielen Dank, die Arznei hat mir das Leben gerettet. Schick dich Falbrida oder wie der auch immer der heißt. Wir sind unterwegs von den plündernden Schlangen angegriffen worden. Sie haben meine Kameraden verschleppt. Mich hielten sie für tot. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Du musst ihnen helfen. Ich bitte dich. Ich werde zu Falbrida zurückkehren und dir alles berichten, was wir herausfinden konnten. Und wenn ich meine... Heute ist wieder echt ein mieser Tag. Und wenn, ich meine, falls du sie nicht mehr lebend fortfindest, dann bitte bring sie gleich ins Camp zurück. Halte dich nicht damit auf, alle der Piraten zu erledigen. Das hat keinen Sinn. Eieieiei. Heute wieder voll die Leseschwäche hier. Ui. Das ist aber keine Tür. Oh Gott, wir sind schon mal zwei tot. So eine Leiche aufheben dauert. Also ich finde es immer praktisch, wenn ihr schaut, die Leiche aufgehoben, die zweite Leiche aufgehoben, sehen tut man nichts. Also ich muss Platz haben wie die Hölle. So, jetzt heißt es wieder zurückflattern, alles klar. Komm ich da hoch? Jo, geil, Abkürzung. Und die Nase beißt. Wie immer. So, Falbrida. Vorsicht, greif im Landeanflug. Du bist halt zurückgekehrt. Ein Glück. Ich hörte, dass du dich auf den Weg zum Schlangennest gemacht hast. Wo sind denn die übrigen des Trupps? Verflucht, diese ruchlosen Biester. Und zwei sind immer noch vermisst. Immerhin konntest du einen meiner Leute retten. Dank dir konnte er uns genug berichten, um unser Manöver gegen Liverdane einzuleiten. Admiral Melvip hat bereits alles in Gang gebracht. Der Befehl zum Aufbruch kann jeden Moment kommen. Sag mir, wenn du bereit bist. Ja. Die Gabe der Unsterblichkeit. Diese verfluchte Fischbrut und ihre Piratenkumpanen. Irgendwann werden wir unsere Kameraden rächen. Das sage ich dir. Dann gibt es keinen Pardon mehr und keine Völkerverständigung und all dieses weichgespülte Gewäsch, so wahr ich hier stehe. Keine Erklärung nötig. Ich habe schon alles gehört. Eine Schande und die Sagen bereiten ungehindert die Beschwörung vor. Ja, so scheint es, Admiral. Aber ihr habt den Bericht des überlebenden Speers ja gehört. Im Innersten des Leichplatzes haben sich die Besessenen um einen Ätheriten der Sagen versammelt. Viele bereiten bereits in Trance, um Leverden ihre Kraft darzubieten. Dann kann es jederzeit soweit sein. Wir müssen rasch handeln. Die Sagin haben garantiert alle Vorkehrungen getroffen, damit ihre Zeremonie nicht von Eindringlingen unterbrochen wird. Es wird ein überaus schwieriges Unterfangen, uns Zutritt zu verschaffen. Wir müssen ihre Kraft zerstreuen. Teilt die Männer in kleine Truppen auf und stiftet Verwirrung. Wir müssen zu diesem Ätheriten vordringen. Klar.
Der Malstrom wird im Schlangennest aufräumen und sicherstellen, dass die plündernden Schlangen abgelenkt sind. Die Küste ist zerklüftet und wird uns ein durchdachtes taktisches Vorgehen abverlangen. Zugleich werden unsere Kriegsschiffe auf See für Durcheinander in ihrer Flotte sorgen. Auch wir werden uns aufteilen, um die Sargin aus der Reserve zu locken. Historia, geh mit die Stole, ihr beide müsst versuchen, das Beschwörungsritual zu vereiteln. Admiral Melvips groß angelegtes Ablenkungsmanöver sollte euch genügend Bewegungsfreiheit verschaffen. Wir werden die Sargin zwingen, einen Großteil ihrer Kämpfer ausrücken zu lassen, so dass ihr ins Innere des Laichplatzes vordringen könnt. Dankret, Yugiri, ihr werdet euch vor dem Laichplatz postieren und so viel Sargin wie möglich erledigen. Falls ihr schnell genug die Oberhand gewinnt, könnt ihr zu Historia und Histola stoßen. Ihr werdet die Operation hier mit Menfil überwachen. Wenn möglich, kommen wir aber ebenfalls zum Schauplatz. Nun, alle auf ihre Posten. Leviathan darf nicht beschworen werden. Ja, wenn es nur so wäre. Dann lass uns mal loslegen. Es ist schon lange her, seit wir das letzte Mal Seite an Seite gekämpft haben, nicht? Bisschen. Ist nur ein bisschen. So. Dann hoch mit dir, Greif. Auf in die Lüfte. Fliegt lieber durch den Ding. Wie kann der hier durchflattern? Jo, ich stole. Geil, der Typ hat uns nicht gesehen, obwohl wir neben ihm standen. Naja, egal. So. Numero uno. Erledigt. Numero due. Komm schon, stirb. Perfekt. So. Hier weiter. Ach so, du bist nur Level 46, darum nicht. Ich bin schon zu hoch damit, dass sie sich trauen, mich anzugreifen. So. Mehr. Eine kleine AOE, damit ich auch alle treffe. Ja. So. Ups. Da kommen ja noch ein paar. Ah, du greifst mich aber schon an, okay. Dann heißt nur eines, stirb. Bin gewaschen, muss mich nicht nass machen. So. Und weiter zum nächsten Türchen. Greifen mich sogar schon Menschen an, ey. Okay, roger Dün, aber ihr wisst, was ich meine. So, du bist tot. Du bist auch erledigt. So. Und weiter mit uns. Jo, ich stole. Ups. Okay, ich stolze ziemlich fertig, dann helfen wir mal. Vielen Dank. Um einer hätten sie mich erledigt. Keine Sorge. Es geht schon wieder. Lass uns schnell weitergehen. Klar. Sind jetzt auch schon Soldaten des Malstroms von dem Primae besessen?
Habe ich viel verpasst? Kämpft ihr im Osten alle so? Nicht übel. Da muss ich mich wohl auch ein bisschen ins Zeug legen. Los, zum Etheryten! Ich muss schon sagen, cooler Auftritt. Verzeiht die Verspätung. Ab und zu muss man eben auch mal zeigen, was man so drauf hat. Ha! Ihr verfluchten Flossenlosen! Nicht genug, dass ihr die See an euch gerissen habt, schleicht ihr nun auch noch hierher? Endlich wird euer schändliches Treiben ein Ende voll Schmerz und schlimmen Qualen finden. Der Herr der Wogen wird erscheinen und euch sandhäutige Frevler auf den Grund der sieben Meere reißen. Großer Gebieter, sieh herab zu deinen Sklaven, großer Gebieter, schenk uns deine Gnade, deinen Segen. Was hat er vor? Diese Welle der Energie. Er besitzt die Kraft des Transzendierens. Was? Das ist die wahre, alles überschreitende, alles übersteigende Kraft. Was? Wie ist das möglich? Vergebens, Strandschleicher. Ich bin unsterblich. Unsterblich.
Du hast uns aus den tanzenden Wogen erschaffen, lebensspendender Gott. Du hast von uns den Schmutz der Sünde gewaschen, bußefordernder Gott. Nun siehe, ich schenke dir dieses Gefäß. Sei in mir, großer Herr. Verflucht nochmal! Unverbesserliche! Du verschwendest deine Munition! Oh oh. Das ist nicht zu fassen. Leviathan! Meine Stärke schwindet dahin! Herr, sei gnädig! Verschling mich nicht! Du hast mich hintergangen, Scharlatan! Ich sollte doch ewig... Er ist verschwunden. Was? Versenkt? Eine Seeschlange? Wie groß? War es Leviathan? Verstanden. Sammelt die übrigen Schiffe und macht, dass ihr da wegkommt. Und meldet jede weitere Sichtung. Leviathan verliert keine Zeit. Er hat die Ablenkungsflotte auf offener See angegriffen und fast alle Schiffe versenkt. Die Bestie ist also in kürzester Zeit in die Gewässer vor dem östlichen Lanossea gelangt. Was will Leviathan dort? Bei den Göttern! Er will eine Flutwelle aufpeitschen und gen Wülbrand schicken! Gut, so. Es kann nicht anders sein. Er will es uns heimzahlen. Er will unsere gesamte Stadt mit einer Flutwelle von Wilbrand hinwegwaschen. Das darf einfach nicht geschehen. Das lasse ich nicht zu. Nicht, solange dieser Stadtstaat in meiner Obhut ist. Ja, ja. Oh, komischerweise werde ich arbeiten dürfen dafür. Aber erst das nächste Mal. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.